Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Vanilla. Mit dabei der Crazy. Hallo. Wow, nur nicht so viel Motivation. Nein, nein, nein. Das musst du echt mal gesehen haben, den Bug hier. Hier schwebt Zuckerrohr über Wasser. Achso, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Holy fuck! Ja, Minecraft ist manchmal echt geil von Logik, Bugs und so weiter. Ja, gerade schon. Wo wir gerade bei Logik sind, ich glaube, da sehe ich schon wieder eine wundervolle Logik. Schwebender Sand? Nein, ich glaube, das sieht nur so aus wie zwei schwebende Inseln. Ah. Hier sind aber noch ein paar Kühe. Boah, weißt du, worauf ich aber eigentlich auch so was Bock hätte zu bauen? Worauf? Irgendwie so eine fliegende Insel. Kann man versuchen, man muss nur dann irgendwie hochkommen. Ja, kann man irgendwie mit Wasser oder so machen. Irgendwie so ein paar Wasserfälle runter, wo man dann raufschwimmt. Wir hätten eigentlich die Welt als Amplified machen müssen. Ja, hätte, Fahrradkette. Okay, jetzt waren doch keine schwebenden Inseln. Ja. Also, ich finde, ich werde definitiv nichts finden. Ich bin jetzt wahrscheinlich einmal im Kreis gelaufen. Ja, ich bin einfach weiter gerade rausgelatscht. Kommst du eigentlich dieses Jahr wieder zu Gamescom? Nein. Nicht? Keine Zeit. No. Keine Lust. Warum keine Lust? Keine Ahnung, Gamescom ist irgendwie nichts mehr für so für mich. Ah, ich werde dieses Jahr auf jeden Fall wieder rumhängen. Trivolo wollte auch dieses Jahr wieder hin. Es gibt jetzt neue Tickets bei der Gamescom. Welche meinst du? Dass man eine Stunde früher rein kann. Hm. Ach, wie heißen die? Irgendwie so Early Bird oder sowas, schätze ich mal, ne? Ja. Hm. Finde ich auch sowas von Schwachsinn. Du, ich bin ehrlich, was da bei mir, guck mal, als du bei mir warst. Ja. Ich war immer so generell so los, dass ich um 9 Uhr da bin. Da ist die Schlange schon leer und kannst einfach durchspitzen. Ja, eben. Genial war ja letztes Jahr Gamescom, hatten wir uns so ein bisschen gestritten in der Truppe. Wie viel Uhr da ist. Weil ein Kumpel von mir wollte unbedingt relativ früh rein und so weiter. Ist so gefahren, dass sie um 8 Uhr da sind. Also 6 Uhr aufgestanden und 7 Uhr mit Zug und allem. Ja, wir sind um 8 Uhr mit dem Zug gefahren, waren um 9 Uhr da. Und wir waren vor denen drin. Fail. Das war richtig fail. Ja. Aber ich gehe alleine nur dieses Jahr wieder schon zur Gamescom, weil ich schon diesmal einen Kumpel treffen werde. Oh. Ich hatte ja mal erzählt hier, hier der eine Streamer, den ich dir letztens mal gezeigt hatte. Okay. Alter. Ich bin schon in der dritten Weide und hier ist immer noch kein NPC drauf. What the fuck? Aber ein Kürbis ganz allein und den schnapp ich mir. Let's get ready for the end. Alles klar. Hier sind ein paar Pferde. Und 58, 57 Sekunden bis zum Ausschalten. Nö. Und da schon wieder ein Dark Oakwood Biom, Alter. Die sind auch nicht mehr selten, aber die sind richtig geil. Was ich aber immer noch scheiße selten finde, ist Mesa. Ja. Das ist immer noch selten, aber immer noch verdammt geil. Ja. Ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach das beste Biom bisher. Und hier ist auch schon wieder ein Sumpf. Und ein Bergbiom. Und ein paar Schimmel. Und ein paar Bonnies. Ja. Was für ein Pferd willst du denn später haben? Keine Ahnung. Also ich will später auf jeden Fall so ein Skelettpferd haben. Easy. Ich finde die Teile sind einfach geil. Ja. Aber die können keine Kisten mitnehmen, ne? Und? Okay. Die können aber eine Rüstung tragen, ne? Ja. Ja, passt, easy. Oh,
je nachdem muss ich vielleicht. Oha, warum haftet der? Warum, hä? Was? Komm, die ganze Achievements nochmal. Weil du eben noch nicht dein Inventar geöffnet hattest. Ernsthaft? Ja. Weißt du, was auch wieder extrem in die Vergessenheit gesunken ist? Was mir voll geheilt wurde? Geöffnet. Okay. Komisch, egal. Was aber auch echt extrem in die Vergessenheit geraten ist. Captive. Minecraft Captive. Fand ich damals so geil. Bin beide richtig ausgestorben. Leider. Na gut, es ist schwer umsetzbar, weil es heute nicht mehr geht. Es geht nicht mehr? Nein. Wieso? Was haben sie daran nicht verändert? Du kannst keine Command Blocks ausführen außerhalb der Weltgrenze. Da liegt das Problem. Ja gut, das ist es. Man kann aber immer noch das so machen, doch dass man die halt dann so, oder geht das? Sagen wir mal, du erhöhst jetzt die Bedrock-Schicht etwas, dass sie da darunter klatscht. Wird das nicht gehen? Ja, musst halt nur, auf wie viel fängst du an? Auf einem Block, dann kannst du da. Ja, musst halt deinen ganzen Command-Blocks auf einmal einen Block packen. Ja, und das breitet sich ja dann immer weiter aus, das wird dann noch gehen. Jeder, das ist effizient. Du hast dein Bett, ne? Ja, hab ich. Ja, super, dann können wir jetzt gleich schlafen. Warum mache ich einen Hitler-Gruß? Das ist schon im Bett? Ja. Also, ich jetzt auch. Ich liege im Bett, meine linke Hand liegt, meine rechte Hand steht nach oben. War ja jetzt wieder klar da. Du, nur zur Info, wir sind in der Aufnahme, ne? Keine nationalsozialistischen Zeichen mehr. Ja, schon, aber warum ist das so? Warum nicht mal mit Absicht? Boah, ich weiß auf jeden Fall, wen ich nicht in dieses Projekt mal einladen werde. Hier, kennen Sie noch, als bei mir war es, Siggi? Kennen Sie den noch? Ja. Ich glaube, wenn der hier mitmachen würde, hätte man später so Kreiskörner nach reichsdeutscher Art. Oh Mann, ey. Ja, es war echt krass, ja, als wir mal zusammen auf dem Server gezockt hatten. Ich gehe so bei dem vorbei, du hast Hakenkreuze über Hakenkreuze gesehen, das war echt krass. Heftig? Ja, also der übertreibt da teilweise was. Aber der ist eh der größte Minecraft-Noob, den ich je gesehen habe. Also das ist echt heftig. So noobhaft? Extrem. Wir hatten damals mal zusammen, als ich noch nicht aufgenommen, als ich noch nicht so mit YouTube aktiv war, da hatten wir mal Minecraft Ultra Hardcore versucht. Gleich das Schwerste am Anfang. Mhm. Gerade angefangen, der joint auf den Server, wir sind uns so ein bisschen am Abstrichen, sind in der Wüste gespawnt, sehen einen PC drauf und eine Pyramide. Haben gesagt, okay, ihr drei geht zur Pyramide, ich gehe rüber zum PC drauf. Alles klar, 2 Sekunden später, wo seid ihr hin? Wir fragen nur, wo bist denn du? Ja, ich bin da und da. Wie hast du es geschafft, dann von 2 Sekunden 600 Blöcke entfernt zu kommen? Das ist uns bis heute noch ein Rätsel. Das wird es auch noch bleiben. Du, also langsam verzweifle ich hier an dieser Map. Irgendwie ist ja noch so richtig kein richtig geiler Ort. Vielleicht müssen wir einen großen See finden und dann mit dem Boot irgendwo anders hinfahren. Gehe ich auch schwer von aus. Ja, dann können wir zu zweit in einem Boot sitzen. Oh, geht das mittlerweile? Ja. Wow. Du kannst doch keine Position wechseln. Und wenn ein Mob drin sitzt, dann hast du echt gelitten. Also ich sag's mal so, wenn du aus Versehen einen Creeper im Wasser anfährst, hast du den auf einmal drin sitzen. Was? Ja, und dann hast du richtig gelitten. Da fuck. Was war denn so bei Minecraft Vanilla am Anfang dein größter Fail? Ich bin gestorben. Also mein größter Fail war es damals, ich hatte Ewigkeiten erstmal nach meinen
nur mit Steinwerkzeug gelebt. Bin dann irgendwann mal runtergegangen nach irgendwie so gefühlten 40 Stunden spielen. Oh, was ist denn das? Ja, ich habe dann einmal einen Diamanten gefunden, habe den abgebaut, habe einen Diamanten gehabt. War mir überlegen, was ich machen wollte. Ich habe mir einen Plattenspieler gemacht. Ohne Schallplatte. Läuft. Ich dachte mir, eine Schaufel, nee, bah, Schaufel ist scheiße. Weil ich hatte, war damals noch so bei dem Trip, du kannst alles mit der Feldhacke abbauen, die verliert ja keine Haltbarkeit. Ich hatte damals wirklich alles mit der Feldhacke abgebaut, sogar Cobblestone. Ja gut. Ich habe eine Spalte gefunden. Lol. Du bist echt scheiße unnütz, ne? Du sollst einen NPC doch finden und findest eine Spalte. Ja gut. Nein. Hier sind Tulpen. Christian, was habe ich eben noch gesagt? Keine nationalsozialistischen Begrüßungen. Oh, hier ist ein Megatiger. Gerade so geschafft. Bin stolz auf Dicke. Ich habe 2,5 Herzen. Also ich grill mir nochmal was. Erst mache ich jetzt auch. Ich brauche noch erstmal Kohle. Ja, die habe ich. Jetzt auch. Weißt du, wie ich gerade erschrocken bin? Kann ich mir gut vorstellen. Aber währenddessen klopft euch nochmal ein bisschen aus einer Schokolade. Ich will auch. Komm vorbei. Das ist ein bisschen weit, oder? Nur wegen Schokolade. Das ist jetzt Quatsch. Okay. Ich meine, es ist gute Schokolade. Milka. Und wegen sowas lernt man Dosch an. Und sowas lernt man an, Dosch zu hassen. War kein Deutsch. Fuck. Dein Deutsch wäre Merkel. Ja, das ist normal bei mir. Boah, jetzt meine Hammelkeule fressen. Fand ich, wurde aber auch mal Zeit, dass die Schafe endlich Fleisch geben. Ja, es wurde echt Zeit. Willkommen bei Minecraft. Hier habt ihr ein Schaf. Es besteht zu 100% aus Wolle. Yay! Boah. Wenn du irgendwann mal runterkommst zu mir, ne? Ja. Dann müssen wir auf jeden Fall mal nach Köln zusammenfahren. Einfach mal ins Schokoladenmuseum. War ich schon. Warst du schon? Ja. Okay. Mit meiner Familie, als ich damals bei dir in Köln war. Ah ne, da war ich nicht bei dir in Köln. Ich würde gesagt haben. Na komm, das reicht jetzt. Ich bin immer gespannt, wann wir endlich mal hier was finden, ne? Weil langsam wird es echt lächerlich. Lol, der Ofen macht Sounds. Ernsthaft? Ich habe nichts gehört. Musst du ganz leise hinhorchen und dann hörst du, wie es knistert. Du hast gerade gesagt, da musst du ganz leise hinheucheln. Ups. Läuft bei dir. Ah. Ging aber gerade so gut bei mir, wenn da so ein Haufen wilder Hühner neben mir steht. Verkneif dir jetzt nicht einen Kommentar, ich merke es schon wieder. Ob du schöne Hühner neben dir hast. Alles klar, ich merke schon, das wird irgendwo noch in der Troll-Session enden. Sei froh, dass es keinen Flimflam gibt. Ey, ich musste ja wirklich noch beim Infinity, musste ich ja irgendwann mal Flimflam runternehmen. Von meiner Rüstung. Wegen Klaus? Der hat sich mir so oft geärgert, ich glaube mittlerweile war aber irgendwann mal da, dass seine ganze Rüstung, sein ganzes Equipment irgendwie was von Flimflam hatte. Das Genialste war, der hat letztens mal sich ein paar Foodlongs gemacht, mich einmal geschlagen und hat er dann irgendwie Foodlongs mit einer Story von Flimflim. Aber es ärgert mich immer noch, dass ich noch nicht gepeilt habe, warum der scheiß Reaktor von Draconic nicht gestartet ist. Vielleicht warst du zu doof? Ich hab's 1:1 genau nachgebaut, wie in einem Video. Nix, es hat nicht funktioniert. Der ist nicht gestartet.
Vielleicht eine kaputte Version? Das kann ich schon einfach nur noch vorstellen. Weil wir hatten ja auch schon ein Problem, den Server zu updaten. So, ja, okay. Ich bin am Ozean. Ja. Sag mal deine Koordinaten. Willst du das wirklich wissen? Ich hab so das Gefühl, dass ich gleich 5000 Blöcke laufen muss, um dich zu finden. Okay, Christian, ich bin bei x minus 3089. X minus 1150. Und ich bin bei z 0. Ja, z bin ich bei minus 690. Alles klar. Immerhin hab ich schon mal. Ich latsch mal auf so 3000, minus 3150. Ich hab mehr Achievement als du momentan, das reicht mir. Was ist? Ich hab mehr Achievement als du momentan. Wie viele hast du? Siehst du ja, Chat. Ach verdammt, du hast den Monsterjäger. Aha. Wollen wir mal versuchen, irgendwie so alle Achievements mal zu kriegen? Das ist eigentlich auch mein Ziel. Ich glaube, das Schwierigste wird einfach nur durch alle Biome zu latschen. Ja, das wird echt das Schwierigste. Wenn nicht, modifizieren wir einfach die Minecraft-Datei, oder? Alles klar. Schneiden wir ein bisschen, ne? Ja. Oh, hier ist wieder Feld. Oh, hier ist ein Bauti, Moti, Woti, Butti. Ja, okay. Boah, jetzt geht man so endlich mal in den NPC da auf den Scheiß-Server. Warte. Werde ich jetzt wegen einem Eisen? Nein. Boy. Wird es schon wieder dunkel? Mhm. Fuck, bei mir ist ein Skelett um die Ecke. Ja, das bringt dich vielleicht um die Ecke. Ich hoffe, es tut weh. Es hat weh getan. Sehr schön. Mein Job ist hiermit erfüllt. Ich schalte einfach nochmal was weiter geradeaus, ne? Leg dich bitte so schnell wie möglich schlafen. Ja, ich lasse mir noch was weit. Dumme! Ja, ja, nur die Ruhe. Ich baue jetzt erstmal langsam mein Bett auf. Okay. Dann wir sind ja beide Admins, ne? Mhm. Bloß, ich habe halt den Zugriff auf die Konsole und so weiter. Also was auch immer du vorhast, ich kann es rückgängig machen. Je nachdem muss ich zwar erstmal noch ein bisschen länger googeln, was das alles bedeutet, aber... Boah, leck mich am Arsch. Wir sind schon wieder bei 18 Minuten, ne? Okay. Ich will aber auch endlich erstmal so ein Gebiet finden, wo ich sage, boah, das sieht geil aus, hier würde ich... Ah, okay. Kennst mich doch. Ja, das lass mal drin. Ich will aber auch endlich erstmal so ein Gebiet finden, wo ich sage, boah, hier sieht das geil aus, hier würde ich bauen. Okay. Ah, hier wird... Du bist jetzt schon einmal gestorben, oder? Ja. Aber hier wird das immer noch nicht meine Wünschelroute. Okay, das könnte man jetzt extrem falsch verstehen. Ja. Wie oft bin ich jetzt schon gestorben? Ich glaube noch kein Mal, oder? Schau mal im Chat. Nee, du bist noch nicht gestorben. Perfekt. Ich habe so das Gefühl, dass sich das gleich ändern wird. Ich würde es abfeiern. Sind wir schon bei 19 Minuten, ne? Alter, geht schnell. Mhm. Ich würde aber trotzdem ganz gerne mal so ein Biom finden, wo es einfach nur geil aussieht. Wo du einfach nur denkst, okay, alles klar, hier lebe ich. Ich habe auch mal... Irgendwie so keinen richtigen Bock mal in Berg zu bauen. Ich will mal wieder ein richtiges Haus bauen. Gut. Was ist? Okay, alles klar. Ich seh's. Bin sowas von tot.
Ich hatte auch gerade meine Stoff gefunden. Alter. Ich bin jetzt mittlerweile schon bei minus 4000 circa. Was für Skelette, ne? Alter, dass die da noch anfangen zu kalken, ne? Jetzt haben wir das mal die Frage. Was ist denn das? Ja. Ah, kalken ist irgendwie so, glaube ich, nur bei LOL so richtig bekannt. Das ist einfach so schießen und zurücklatschen. Angriff okay. Und zurück. Das ist so eine der beliebtesten Taktiken bei LOL, weil du einfach damit entkommen kannst und auch vielleicht was raushauen kannst. Mach ich auch gerade. Alter. Aber mein siebter Sinn hat noch nicht so richtig gewimmelt für. Fuck. Ja. Stirb. Ein anderes Skelett, ein anderes Skelett getötet. Die. Stirb, Junge. Ich drück die ganze Zeit auf Top gerade. Schau auf mein Leben. Wie heilst du dich so schnell? Wenn du vollgefressen bist, heilst du jetzt schneller. Lol. Ist der übelst Cheater. Oh Mann, mach mir doch die falsche Hoffnung an. Boah, ich glaube, ich muss mir nach der Aufnahme nochmal die Optik für die Version installieren. Schau mal, auf mein Leben nochmal. Alter, wie machst du das? Ich brauche ein Steinschwert. Du hast immer noch keins. Hä? Ich hab eine Steinhacke. Ja, sehr schön. Und lass mich raten, bestimmt noch einen Ofen, ne? Zwei. Alles klar, keine weiteren Fragen. Ja gut, wollen wir dann die Folge auch schon wieder hier beenden? Immer. Gut. Wir würden dann sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.